Hallo, mein Name ist Cornelia Wersch-Kämmerer. Ich bin Stadtführerin in Mainz und begrüße Sie ganz herzlich zu Mainz in 2 Minuten. Heute stehe ich hier im Proviantamt im Eingangsbereich des Kabarettarchivs und neben mir die Bronzeskulptur von Hans-Dieter Hüsch. Hans-Dieter Hüsch hat 1948 hier schon sein Bühnendebüt gegeben in einer Fastnachtsrevue. Mit über 70 Bühnenprogrammen war er der deutsche Kabarettist schlechthin. Und er galt auch als frömmster Vertreter seiner Zunft. Er machte im wahrsten Sinne des Wortes die Bühne zu seiner Kanzel. Von einem reinen Forschungsinstitut hat sich das Kabarettarchiv in Mainz zu einer Institution entwickelt mit Museum und Bühne. Und hier werden über 33.000 Bücher aufbewahrt, Dokumente, Unterlagen, Videokassetten, Tonträger, Plakate, Grafiken, Ordner mit 80.000 Namen, Nachlässe, Noten und auch Dissertation und Habilitation sind hier möglich oder auch für Studenten, wenn sie eine Arbeit schreiben möchten. Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte das Kabarett eine Renaissance. Das Düsseldorfer Komödchen mit Lore Lorenz, die Münchner Lach- und Schießgesellschaft mit Dieter Hildebrand, die Berliner Wühlmäuse mit Dieter Hallervorden oder auch die Berliner Stachelschweine mit Wolfgang Gruner. Ja, und das wurde breit für ein breites Publikum auch öffentlich auch zugänglich gemacht, auch über das Fernsehen. Und heute hat sich die Zeit wieder völlig verändert. Der hintersinnige Witz und das Intellekt, das muss weichen einer Spaßgesellschaft und einer Comedy. Wolfgang Gruner hat dazu nur gesagt, heute brauchst du Humor für das, was andere für Humor halten. Hier im Kabarettarchiv können Sie Ausstellungen besuchen, können einen Abend verbringen mit tollen Künstlern und dazu lade ich Sie herzlich ein.